Hi, wir haben heute Feiertag in Melbourne und ihr glaubt nicht, was mir passiert ist. Hier gibt es jemanden und das, wie, what's your name? Denise. Denise, say hi. Hi. In German? Something? Sie hat auch mal in Freiburg gelebt und das ist mega witzig, weil wir halt einfach mal gequatscht haben. Ich bin noch mit dem Max hier. Guten Tag, ich bin Max Hiebe. Ja, genau. Und er ist neu in unserem Hostel und wir machen mal gleich was. Wie gesagt, hier ist ein Feiertag. Die Straßenbahnen fahren komplett anders als geplant. Und ja, wir schauen mal, was heute so abgeht an einem Feiertag. Die Wege haben sich getrennt. Gibt es mal wieder einen Sushi-Laden to go. Ganz viele asiatische Essen. Ja, ich laufe jetzt zur Bibliothek hier in der Stadt. Die hat, glaube ich, auf. Heute ist Feiertag, habe ich schon erwähnt. Freie Musik. Ja, ganz schön was los hier. Ah, da ist sie schon. City Library. Aber sie sieht geschlossen aus. Es sitzen einige draußen und nutzen das Internet. Ja, werde ich auch machen. Mal endlich Videos hochladen. So, ich habe meinen Platz ergattert. Bin auch schon reingekommen. Max ist wieder da. Seine Bank hat zu. Was closed. Jetzt ist er hier bei mir. Und ich fange an, das Video hochzuladen. So sieht es in etwa aus. Geht ziemlich schnell, zeigt mir 100 Minuten an, aber das wird weniger, das wird geil. Also ich werde, die Videos sind eigentlich teilweise schon vorher fertig, werde sie aber nicht alle auf einmal hochladen. Ich mache dann die Videos, wenn ich nichts zu tun habe oder jetzt Lust dazu habe, sondern nicht Hauptbestandteil meiner Reise sein, einfach alles zu dokumentieren, sondern einfach, wenn ich tolle Momente habe und die mit euch teilen möchte und mir selbst. Ja, dann werde ich mal ein Video hochladen und dann sind wir weiter. Heute ist ja Feiertag, kann man bestimmt was Cooles machen. Gibt ein Event hier irgendwo in der Nähe. Werden wir nachher mal besuchen. Mikrofaserhandtuch brauchte ich noch, habe ich immer nach hinten verschoben. Jetzt habe ich es endlich bekommen. Bin hier in einer Shopping Hall, aber hier ist nichts los. Alles ist draußen auf der Straße. Jetzt gehen wir mal und sehen uns das Event an. So wird der Feiertag hier gefeiert. Ziemlich geil. Schauen wir uns mal ein bisschen an und holen uns was zu essen. Dann geht's auch schon weiter. Wasserstation. Also hier verdurstet man überhaupt nicht. Ist ziemlich geil, auch am Strand gibt es ziemlich oft. Ja, wir haben leider die Band verpasst. Die baut schon ab. Aber in 40 Minuten geht es weiter, so lange bleiben wir nicht. Ist halt einfach mal geil, die Leute chillen. Und wenn man sich anschaut, gerade mal die Wolkenkratzer. Und hier gleich die Wiese. Total relaxed, kein Alkohol im Spiel, die Leute alle total nett. Cool!